Kokuribaba ist eine alte, widerliche Hexe, die in Tempeln tief in den Bergen haust. Angeblich versteckt sie sich immer im hinteren Teil des Gotteshauses und ernährt sich nur von menschlichen Leichen. Dieser Yokai war einst die Witwe eines Priesters in einem abgelegenen ländlichen Tempel. Als ihr Mann noch lebte, galt sie als pflichtbewusste Ehefrau, die den Tempel leitete, sich um die Bedürfnisse der Gemeindemitglieder sorgte und alles sauber und ordentlich hielt, so dass das Tempelgelände immer in einem tadellosen Zustand blieb. Doch nach dem Tod ihres Ehemannes zog sie sich immer mehr zurück und verschloss sich in ihre Wohnräume. Langsam gingen auch ihre Lebensmittelvorräte zur Neige. Und da sie hungrig war, begann sie die Opfergaben zu stehlen, die von Besuchern des Tempels hinterlassen wurden. Diese schwere Sünde ließ sie letztendlich zum Yokai Kokuribaba werden. Um zu überleben, fraß die Hexe die Leichen kürzlich verstorbener Menschen, doch damit nicht auffiel, dass an einem Leichnam etwas fehlte, schlitzte Kokuribaba immer nur ein wenig Menschenfleisch aus dem Körper heraus. Wenn jedoch keine frischen Leichen verfügbar waren, so soll sie angeblich Menschen aus ihren Gräbern herausgeschaufelt und ihnen die verfaulte Haut herausgerissen haben, um sie zu verschlingen. Normalerweise scheuen Kokuribaba den Kontakt zu Menschen und ziehen es vor, in den hinteren Zimmern des Tempels versteckt zu bleiben. Doch wenn reisende Mönche ihren Tempel besuchten, so nutzte der Yokai die Chance, Frischfleisch zu bekommen. Menschen, die einem Kokuribaba begegnen, erkennen viel zu spät, dass sie sich in Gefahr befinden.